Hallo Leute, heute geht es mal um meinen Trainingsplan. Da gab es ja einige Fragen dazu und ich habe gedacht, den erkläre ich euch nochmal, beziehungsweise zeige ihn euch einfach. Das ist einmal so, dass es jetzt hier im Groben der Trainingsplan, wie so ein Bodybuilding-Trainingsplan einfach aussehen würde, mit den entsprechenden Übungen und ja, dann den Sätzen. Und dann noch optional an die Pausenzeiten halte ich mich nicht immer unbedingt. Ja, aber so eine grobe Einschätzung, wie lange ich etwa so Pause mache dabei. Das Fette, die Grundübungen, da stimmt das auch nicht. Das ist immer anders. Ich mache nicht immer 7x5. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist nochmal ein spezielles Programm mit den Grundübungen. Aber im Großen und Ganzen seht ihr, ich habe ein Zweier-Split, ein Tag A und Tag B, und ich trainiere immer A, B, A, B, A, B. Und das heißt sechsmal die Woche, ein Tag Pause. Das mache ich sozusagen dann 4 Wochen lang, und dann in der 4. Woche trainiere ich aber nur viermal die Woche. Dann mache ich dann die letzten 2 Tage Pause, dass ich dann sozusagen 3 Tage hintereinander Pause habe, und dann beginnt sozusagen ein nächster Cycle. Das sieht dann nämlich so aus. Das sind jetzt erstmal meine Gewichte. Das ist auch sozusagen alles eine Excel-Tabelle. Da gibt man dann die Gewichte ein, seine Maximalkraft, One Rep Max. Und da habe ich dann eingegeben, halt bei Deadlift 230 Kilo, bei Squat 200 Kilo. Bei Overhead Press 85 und bei Bench 145. Und dann geht das weiter, dann kann ich auf die nächste Folie gehen, und da ist dann sozusagen für die erste Woche das alles eingetragen. Montag sind dann Deadlifts dran, sozusagen mit 5 Wiederholungen. Die Sätze, die ändere ich immer, die Wiederholungen sind Set, aber die Sätze, ob ich 5 mache oder ob ich 7 oder 10 mache, das entscheide ich dann spontan. Wäre dann 184 Kilo, das wären 80% des One Rep Max, was wir vorhin eingegeben haben, was man hier sieht. Also 230 Kilo mal 80% sind dann 184 Kilo, das für 5 Wiederholungen und für mindestens 5 Sätze. Also ich mache auf jeden Fall mindestens 5 bis 10, ist so die grobe Richtung. Meistens mache ich auch 7, es sei denn, es wird richtig schwer. Heute war richtig schwer. Ich habe hier Dienstag Squat 5x5 mit 160 Kilo gemacht. Das war richtig schwer, weil ich mich extremst gepusht habe. Ich habe nämlich, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, 200 Kilo Squat angegeben. In dem letzten Video habe ich noch gesagt, ich mache 195, aber ich habe dann doch 200 angegeben. Und das war echt hart, die 5 Wiederholungen mit 160. Ich hatte vorher hatte ich 180 Kilo. Und dann habe ich mich gut gesteigert und jetzt bin ich bei 200 Kilo. Das ist eine Steigerung von 20 Kilo. Das ist enorm. Über 10% in 4 Wochen. Deswegen, wie gesagt, letzten Cycle habt ihr gesehen, habe ich 157 Kilo für 2 Wiederholungen gemacht. Und jetzt mache ich 160 Kilo, also mehr, für 5 Wiederholungen. Und das war halt eben so krass, dass ich gesagt habe, okay, 5 Sätze reichen mir. Hier als Beispiel sehen wir dann Overhead Press auf 5x5 mit 80%. Also es ist immer so, um es nochmal zu erklären, die beiden Grundübungen. Die erste Grundübung ist immer schwer. Aber das ist immer unterschiedlich. Also ich mache sozusagen, habe das hier fett gemacht. Montag ist schweres Deadliften, Dienstag ist schweres Squatten, Mittwoch ist schweres Overhead Press und Donnerstag ist schweres Benchen. Und dann ist entsprechend immer die Sekundärübung, ist dann etwas leichter. Mit 7 Wiederholungen und 69%. Und das sieht dann so aus. Muss man dann natürlich noch aufrunden. Am Wochenende, also Freitag und Samstag, wird Wendler gemacht. Das ist ein eigenständiges Programm. Da ist es so, dass man ist sozusagen mit Aufwärmen, gibt einem das vor, wie man aufwärmen soll. Und dann ist es sozusagen das Ziel, einen extrem schweren Satz zu machen. Das sehen wir hier. In der ersten Woche 85%
Für 5 Wiederholungen wäre das angesagt. 5 oder mehr, so viele wie man schafft. Hier ist es so, ich mache 5, aber ich mache nicht mehr als 5 bei zum Beispiel Deadlift. Und bei Wendler ist es so, ich mache 5 und wenn ich noch mehr kann, mache ich noch mehr. Und dafür nur eigentlich nur einen Satz. Manchmal überlege ich, mache ich noch einen zweiten oder einen dritten Satz, aber auch nicht viel mehr, weil das ist wirklich, das ist extrem schweres Gewicht, 85% für 5 Wiederholungen oder mehr. Das ist schon sehr belastend. Da macht man nur einen Satz oder entsprechend höchstens 3. Ja, dann geht's weiter mit Woche 2, da ist das gleiche halt einfach mit angepassten Prozenten. Da ist es dann 5x4 immer jeweils und 5x8 in der Sekundärübung. Und die Prozente sind dann halt eben, gehen auf 82,5, das Programm rundet hier auf 83%, aber sind eigentlich 82,5. Ja, so sieht das halt eben aus. Ich errechne dann so halt meine ganzen Rechengewichte, meine ganzen Gewichte, weil also zu Anfang gebe ich das halt ein und dann rechnet mir das Programm automatisch aus, was ich machen muss und danach folge ich mir. Also es ist praktisch Excel, ich habe das alles selbst gebastelt, natürlich nach Vorbild, dass man das in Excel so machen kann, dass dann das Programm alles automatisch ausrechnet. Vorher habe ich das immer selber mit dem Taschenrechner dann ausgerechnet und mir nur die Prozente aufgeschrieben. Jetzt kann ich das hier so direkt gucken. Wendler ist dann wieder, das sind dann am Wochenende 3 Wiederholungen oder mehr mit 90%. Und dann in Woche 3 sind es eine Wiederholung oder mehr mit 95% und entsprechend hier alles 5x3 mit 85% und also oben alles und die Sekundärübung wieder ist dann 5x9 mit 65% und Woche 4 dann auch nochmal ist dann ja 5x2 mit 87,5% und 5x10 mit 64% des One Rep Max immer. Und ja, Wendler ist sozusagen dann vorbei, da steht jetzt zwar noch, also eigentlich ist das Deload 60%, aber ich habe mich entschieden, die sozusagen komplett rauszunehmen, die Tage, wo Wendler sagt, macht Deload, das heißt trainieren, aber mit deutlich weniger Gewicht. Aber ich denke mir, nee, da kannst du auch, also kannst du gleich zu Hause bleiben, erholst du dich lieber nochmal ein bisschen und dann kannst du sozusagen nächste Woche dann wieder, beginnt alles von vorne, Gewichte neu eintragen, überlegen, um wie viel hat man sich gesteigert und dann beginnt man wieder bei Woche 1, 2, 3, 4. So, das ist sozusagen der Plan, der ist relativ kompliziert. Der bezieht sich nur auf die ersten 2 Grundübungen. Und danach mache ich sozusagen den normalen Bodybuilding-Plan weiter. An Tag A ist Rücken, Schultern. Da mache ich dann halt ganz viele Schulterübungen, Upright Rows oder T-Rows, Lat Pulldown und solche Sachen, um da halt eben ja noch ein bisschen Muskelwachstum mitzunehmen, der jetzt nicht unbedingt durch die Grundübung abgedeckt ist. Und dasselbe dann an Tag B, danach dann natürlich noch Waden, noch ein bisschen Kurzhantelbank drücken, bisschen Trizeps, bisschen Bauch und so weiter. Also da ich halte mich auch nicht 100% an diesen Plan, also an den Strength-Plan halte ich mich wirklich sehr genau. Da mache ich wirklich, was draufsteht, weil das ist ja, also nehme ich halt die Gewichte, mache dann das, was ich machen muss und damit komme ich gut zurecht, aber danach, wenn es dann in den Bodybuilding-Bereich übergeht, da ist ja auch eigentlich wurscht, so, ob man jetzt Lat Pulldown macht oder Klimmzüge oder T-Bar Rows oder normale Rows. Also das ist alles, also Bendover Rows oder solche Sachen, das ist alles nicht mehr so wichtig. Hauptsache man hat die Muskeln sozusagen ein bisschen, da ist meine Kamera gerade ausgegangen. Also wie gesagt, bei
Bodybuilding ist eigentlich ein Plan gar nicht so wichtig. Viele trainieren ja auch vollkommen Freestyle. Ich habe einfach nur so ein bisschen grob was aufgeschrieben, dass ich so ein bisschen Gerüst habe, an was ich mich halten kann. Dass ich halt immer darauf achte, dass ich halt genug Rückenübungen dabei habe und viele Übungen für seitliche Schultern am Rückentag. Und dass ich halt auch darauf achte, dass ich irgendwie noch mein Bauchtraining mache und mein Trizepstraining. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, jetzt, das hier ist wirklich, das ist nichts Besonderes. Da kann sich jeder Übungen raussuchen, die er gerne möchte und alle Muskeln gleichmäßig trainieren. Das, was wirklich, wo ein bisschen mehr Arbeit und Science hintersteckt, ist das Ganze hier, um Kraft aufzubauen. Und im Moment habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe natürlich immer dann noch ein bisschen was verändert hier und da und guck, was man noch verbessern kann. Aber das ist halt eben mein Grundgerüst hier. Und das, ja, da im Großen und Ganzen denke ich, ist es schon sehr, sehr optimal. Vielleicht kann man da noch ein, zwei Dinge verändern, ein paar Prozente oder so. Aber es kommt natürlich auch sehr, ob man die Gewichte jetzt gut schafft oder nicht, das hängt natürlich auch sehr von der Tagesform ab. Und dann natürlich wieder, wie viel One Rep Max man dann jetzt wirklich eingegeben hat. Deswegen ist das auch alles sehr unterschiedlich, aber ist halt so, die Prozente sind halt so alle aufeinander abgestimmt, dass das von der Intensität alles gehen müsste. Dass zum Beispiel, ja, die 5x5 hier immer, die schweren Sätze, dass die alle eigentlich ohne Probleme gehen müssten. Es sei denn, man hat jetzt wie ich das extremst erhöht, das Squat. Da hatte ich schon, wurde schon eng bei den 5x5. Aber sonst geht das halt alles und dann ist halt am Wochenende immer angesagt, Kraft testen. Wie viel schaffst du dann maximal Wiederholung? Und dann geht es weiter, dass man auch so ein bisschen dann Einschätzung hat, okay, mache ich Kraftgains und so weiter. Und weil sozusagen das ist mehr oder weniger Kraft aufbauen und am Wochenende ist dann immer wieder Testen angesagt. Und das war es eigentlich mit meinem Trainingsplan. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen gut verstanden. Und ich weiß nicht genau, wie man das machen kann. Vielleicht kann ich die Excel-Datei irgendwo zum Download anbieten oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie man das macht und so, aber gibt bestimmt einen Weg. Und sonst habt ihr es ja grob gesehen. So, ja, das war es jetzt mal. So trainiere ich. Deswegen zeige ich auch immer nur die Grundübungen, weil das halt eigentlich das Wichtige ist. Das ist das, was konstant ist, das ist das, was vorgegeben ist. Und dann gucke ich halt immer, okay, wie gut schaffe ich das, was vorgegeben ist? Ist meine Progression stetig und so weiter? Und das ist sie und der Rest ist halt einfach nur, ja, Bodybuilding, ein bisschen pumpen, so für den Muskelaufbau. Das ist nun wirklich sehr stumpf. Das ist auch, ne, wie gesagt, da kann jeder machen, was er will. Ich mache das gerne und ja, so geht's. Ja, das war's. Ich hoffe, das war informativ, das Video, und bis zum nächsten Mal.